Servus Leute, willkommen zurück zu einem Medium Genutz 2. Mit dabei sind wieder Serx und Schmatti. Hallo, willkommen zu der Ankel Video Genutz. Ich habe von Serx, nicht Schmatti, von Serx gerade richtig krass geile Infos bekommen, wo wohl Items sein sollen. Also einmal da und einmal da. Genau. Welches zuerst? Eigentlich egal von der Reihenfolge. Aber ich würde dir Hippohell empfehlen, das ist eigentlich gut machbar. Erinnert mich an das andere da. Das mit der Sonne. Sonne? Ja, vom ersten Teil. Ach so, ja, vom ersten Teil. Nur, dass es ein weniger abfuckt. Ah! Das ist das erste Level. Lalalala. Ja, ich sehe schon bunte Mäuse. Ja, das geht bisher, das ist schon angenehm. Das Level ist allgemein einigermaßen gut machbar. Wie komme ich denn daran? Keine Ahnung. Von den Dominos hier nicht. Ja, das weiß ich aber. Was ich mich gerade frage, warum sieht da rechts der Nerd jetzt so seltsam aus, so verschwommen? So verschwommen? Ja. Das hat was mit der... Nein! Grafik zu tun, aber es ist so absichtlich. Ja, quasi so einen leichten 3D-Effekt. Dummer Ball. Hippo! Also solltest du diesen Level verkacken, dann kann ich dir empfehlen, ist doch lieber auf Oldschool zu machen. Und du hast das ja auch geschafft. Oder bist dabei, es zu schaffen. Ich bin fast durch auf Hardest Balls. Ja, deswegen. Au, da darf ich als Wolf doch nicht nachstinken. Ich bin so idiotisch. Mich würde wirklich interessieren, ob das einen leichten 3D-Effekt hat. Wenn man so eine alte 3D-Brille trägt. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Donkey Kong Country. Mhm. Ja. Schöne Anspielung. Doch, nimm Leben! Ich hab's zu spät gesehen. Oh. Hoch, 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 hoch. Und jetzt? Oh ja, er hatte Power Claw. Jetzt hau mal mit einem. Jetzt muss ich mal testen, welcher Knopfdruck das ist. Und spring ja nicht. Der tötet dich, der Helikopter. Nicht springen. Ich hab's ausprobiert. Undyne. Yeah! Ein Perfekt. Na gut, fast perfekt. Okay, jetzt habe ich so ein paar... Oh, meine Festplatte heizt wieder auf. Heißt sie herzlich willkommen. Hm? Ja, es ist wieder kalt. Nein, ich bin in die falsche Stage gegangen, da wollte ich gar nicht rein. Nein, das ist die richtige. Ich höre keine Festplatte. Ja, ich höre sie, die ist relativ leise. Aber dieses Du. Und ich werde dir ungefähr sagen, wann du drauf achten musst. Ah! Was sind das? Tamagotchis? Nee, nicht Tamagotchi, Doch, ist eine Anspielung an Tamagotchi. Dieses Jo habe ich. Das ist eine Anspielung an... An das Schlurpkarussell von Pokémon Stadium, da kommt dieses Jo auch vor. Ne, das ist eigentlich... Das ist ein Meme. Aber ich glaube auch eine Anspielung an den Film. Ja, die lustige Pokémon Stage. Wolf, wie findest du die Musik in der Stage? Besser als die anderen zuvor. Das Auge rollt weg. Der Trippelshot ist ziemlich nett. Ich hab... Oh! Du musst nach oben. Jetzt muss ich nach oben. Ich bin so ein Vollochse. Vollochse?
Lass dich nicht treffen. Jetzt halt stopp. Entweder war das hier. Hallo! Das, was du Not kritisiert hattest. Jetzt versuch mal nach links hoch zu gehen an der Wand. Nach links? Ja. Da. Ja, du musst halt jetzt nochmal an diesen Ninja-Stern vorbei. Geh mal ganz hoch. Ne, dann war das bei der nächsten Stelle. Bei der nächsten Möglichkeit. Nicht da rechts, oder? Ne. Komm her, Tamagotchi! Au. Ah ja, die fliegenden Wix-Pikachus. Ich hasse nicht umsonst Pikachu! Kann ich die nicht fisten? Doch. Das ist eine schlechte Idee, weil es eine geringe Range hat. Eine geringe Range. Hitbox meinst du wohl? Ja. Das hat einen geringen. Geringe Reichweite. Doofes Pikachu, ich hasse dich. Und das zu Recht. Oh ja. Die Pikachus in einem gewissen Level haben mich tierisch aufgeregt. Jetzt musst du links hoch. Ich sehe da schon rechts irgendwas Böses. Dummes Viech. Das ist nicht so böse. Lass dich nicht umbringen. Doch nicht von dem Pikachu, wollte ich sagen. Aber das Pikachu hat mich nicht getötet. Pika, Pika! Nach dem Let's Play werde ich so Fingermuskeln haben. Glaub mir, ich habe mir so einen abgewichst schon. Also das auch, aber meine bezüglich den... Dass es keine Automatiktaste gibt. Ja, die fliegenden Scambis sind scheiße. Eigentlich sind sie sogar Kalmare oder sonst wie was. Aber ich nenne sie immer Scambis. Oder sind die... Oder sind das Scambis? Was es auch immer ist, es ist scheiße. Ja, und es liegt behindert. Da hinten ist der Shitpickle. Schmacki. Shitpickle! Hallo! Shitpickle! 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 Sag ruhig. Wolf, die Shitpickles hast du ja teilweise auch im ersten Teil gesehen. Mann! Diese grün springenden Viecher. Ah, die Shitgurke. Hier, Picker. Komm her. War das Master Chu und The Drunken Who oder so? Ja, ich glaube, das war es sogar. Und dieser bekloppte Name ist sogar ein NES-Spiel. Ja. Grafisch sah das eigentlich nicht so schlecht aus, das Spiel. Nur, dass die Bosse ein totaler Witz sind. Ja. Gewisse andere Probleme auftraten. Und das beste Ending war. Well done, you've done it. Punkt. Ja, fast. Thank you for playing. Einfach nur thank you for playing, sonst nix. Ja. Ja, das war eine Anspielung. Wow, was hab ich denn jetzt? Gab's noch im ersten Teil. Ein Fünferschuss. Und ich hab mich riesig drüber aufgeregt. Geil. Den darf ich nie mehr verlieren. Nein! Jetzt ist es nur noch ein... Triple Shot. Jetzt tot. Ist es kein Shot mehr. Jetzt ist Hackfleisch. Ja, Hackfleisch bin ich hier gleich. Jetzt ist es. Wow, wie bin ich denn da ausgewichen? Dieser Teil ist ein Kacker.
sind keine Pikachus, das sind Pikachus. Da wird er von Pikachus penetriert. Mein ewiger Todfeind. Mein ewiger Todfeind, Pikachu. Was habe ich dir getan, warum du so scheiße bist? So, nach oben links. Hä? Dann war das, kam das dann echt erst danach? Danke sehr, danke, bin ich gestorben. Es war auf jeden Fall irgendwo oben links. Dann war es tatsächlich erst danach. Ey. Schon wieder Pikachu. Ich hab die Stelle höchstens zweimal. Ich hab das Level vielleicht zweimal gespielt oder so. Aber das Item ist hier zu finden. So, der Schrimp. Die nächste Stelle ist auf jeden Fall nicht so schwierig. Die sieht bloß kacke aus. Die da. Ja. Yeah, Picker. Ich seh da unten was. Mir fehlt das R. Scheiße. Hey, what's your name? Shit, Pekka. Das muss jetzt aber hier sein. Ja, da dann Spaß. Oh nein. Du bist auf gutem Weg in dein Spiel jetzt leichter zu machen. Was ist das? Damit kannst du jetzt diese Hologramme benutzen. Nach links musst du gehen. Achso. Die würde ich im Normalfall nicht benutzen können. Was? Diese Hologramme. Warum nicht? Ich meine, die tauchen, die tauchen hin und wieder in den Levels auf. Und guck mal, diese Elfbombe, die kannst du auch dir holen. Die Fickbombe. Ja gut, jetzt hast du auf jeden Fall das Item. Aber keine Elfbombe mehr. Halb so schlimm. Kommt in dieser Stage auch Mr. Fucker? Also dieser Mr. Oberfucker kommt erst eine Stage später. Scheiße. Scheiße zu wissen, dass der überhaupt kommt. Und die Stage später wirst du hassen. Genauso wie ich. Du wirst merken, warum. Ich werde merken, warum. Warum werde ich merken? Der Wolf wird zu. Der dieses Spiel macht den Wolf zu merken. Warum renne ich da rein? Kann mir das jemand sagen? Weil ich mir gerade vorgestellt habe, dass ich Merkel wäre und Merkel muss sterben. Es kommt bestimmt die totalen Merkel-Liebhaber. Lass doch unsere liebe Kanzlerin in Ruhe! Wir sind wahrscheinlich alle 70-jährige Jungfrauen. Mann! Oh. Mit einem kleinen Penis. Merkt man es mir an, dass ich kotzen könnte? Oh. Glaub mir, Wolf, dieses Gefühl kenne ich nur zu gut. Wichser. Oh, Bier, danke. Ja, ja. Jetzt weißt du, warum das Irax immer Bier trinkt. Ich wollte gerade sagen, ich. Um seine Life zu regenerieren. Pikachu? Warum auch immer Pikachu Flügel hat. Ja, das sind solche mit so einem Kawaii-Face. Was Kawaii! Für, was für ein Face? Kawaii. Kenn ich nicht. Kawaii ist das japanische Wort für süß. Oh. Ist das diese Nohit-Stelle, die du kritisiert hast? Das ist eine leichtere Version von dieser Nohit-Stelle. Schmacki. Eine wesentlich leichtere Version. Warum steht hier so viel Bier rum? So schlecht bin ich auch nicht. Yeah. Du bist fast am Ende, Wolf. Angst. Piss dich!
Verpiss dich gerade! Stell dir mal vor, wenn er dich jetzt noch geht, wie gleich kommt. Gleich ausgegangen. Das Dummy. Das kann lustig werden. Oh! Sterb jetzt nicht! Boom! Punktlandung. So, jetzt gehst du entweder in die erste Grusel-Stage oder in die erste Was die dann? Code-Stage. Ja, entweder die Grusel-Stage oder die Code-Stage. Das war die Grusel-Stage, oder? Prinzipiell eigentlich in dem Fall egal, weil du kannst die Wände jetzt durchhauen. Das Spiel ist nämlich wesentlich leichter mit Items. Ach ne, wirklich? Ja. Ah, Jason! Stimmt, da war ja was. Friss Bälle, Jason. Guck mal, Papa, Bälle! Simon macht dich platt. Solange du ihm nicht die Maske abnimmst? Weil so hübsch ist der Junge nicht. Also, ich muss mich... Es sieht so aus, als hätte er ein paar Sirax-Schürze abbekommen. Ja. Das Aporett dann drunter. Ist der echt auch so hässlich? Aporette. Also wenn er sein Ego mit Schuhe vollstopfen muss, jetzt probier mal da die Blöcke zu zerhauen. Ja, Moment. Die Sneakers. Mein Leben. Nein! Oh, ich seh was. Da kommst du aber nicht mal dran. Weil ich weiß nicht, warum man die Stelle so gemacht hat, dass man da jetzt plötzlich nicht mehr rankommt, aber eigentlich scheißegal. Vielleicht als Bestrafung, weil man Items nutzt. Kam doch, ja, hier kam die Stelle. Ist da oben was? Au. Ja, es ist so dunkel, sehe ich die Kugel kaum. Er hat den Fehler gemacht wie ich. Ich mach den Wolf zum Seerat. Let's do the wolf to the Seerat. ihr verkackten. Wolf won't become a Sirax. Ey! A mysterious creature. Fusion. Spring! Diesmal nicht. Woran habe ich Schaden bekommen? Von der Kettensäge. Die habe ich gar nicht berührt. Von dem Sägeblatt. Das ist Jason. Vorher. Warum auch immer der Jason Stirn heißt, auf Deutsch. Was? Jason Voice heißt er. Ich dachte, der ist Jason Forehead. Jason Forehead? Nee. Jason Stirn. Deswegen ja, weil ich mir immer denke, was hat der Junge für einen bekackten Namen? Jason Voice. Scheiße, ich komm da jetzt mit Far Cry 3 durcheinander, oder was? Jason Brody? Jason Warwick? Jason Voice? Jetzt gehen wir nach links oben. Bin mir gerade unsicher, ob es Jason Warwick oder Jason Voice heißt. Guck mal, Rippchen. Okay, jetzt... Press and hold jump. Achso. Minimal nur. Es macht dieses Spiel um einiges angenehmer. Glaube ich dir. Ja, ja, rast nicht aus. Willst du noch deinen Schuss aufladen können? Ja. Gut, dann gehe als nächstes in Brown Town, die braune Stadt der Liebe. In die braune Bibel. Die Liebe geht immer durch den Magen und dann durch den Enddarm.
kommt die wieder aus die Liebe. In die braune Stadt. Also, dann kommt die Liebe. Muss ich dieses Stage dann beenden, oder? Eigentlich hast du es dann. Ich meine, ob ich diese Stage... Aber eigentlich musst du sie, oder später musst du sie beenden. Diese Stage habe ich doch schon beendet. Die, nein, die erste von Bountown meine ich jetzt. Ich bin ziemlich bescheuert. Aber du bist ja jetzt so weit, dass du sie lieber beenden solltest. Bin mir gerade nicht sicher, ob das Item da bleibt. So. New Record! Ja, nützt mir gar nichts. Ist er da, oder? Ja. Ja, im nächsten Part sehen wir uns da wieder. Das war ein Video im Net 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss. Tschüss. Fickt euch. Du dich auch. Gerne.